Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem Unboxing und zwar zu einem Philips Rasierer und zwar Pro Precision Hair Clipper Series 9000. 1000. 1000. Ja, ich habe das Ding schon einmal aufgepackt und habe da mal reingespickelt. Folgendes Problem. Ich gehe mal wieder an meinen Technikschrank. Ich filme so lange mal die Verpackung. So, Memory Function 400 Login Length Settings, Bro Motor, Charging Stand Travel Pouch. So, dann filmen wir das alles auf Englisch, das gibt's ja gerne, nicht mal auf Deutsch. Schwachkopf. So sieht das Ganze hier aus. Eigentlich wäre es gut, wenn man noch so ein Rundes hat, was sich immer dreht. Achso, so eine Drehscheibe. Ja, wo dann die Produkte immer so präsentieren. Hat das ja übertrieben. Das ist mir nur gerade so gekommen, weil ich das gerade so gedreht habe. Das wäre doch geil. Allerdings. Nächstes Unboxing. Nee, sicher nicht. Gut, das Problem ist, ich habe es immer mit diesem Series 5 gemacht. Und ich habe so festes Haar. Und wenn das Haar doppelt so lang ist wie jetzt... Genau, auf jeden Fall, wenn ich mit dem einmal rasiert habe, einmal reingefahren bin bei den lockigen Haaren, hat es kaputt. Also tot, hängen geblieben. Hängen geblieben, ja. Deswegen das passt ja zu der Person. Diesen hier weg und diesen her. Der bleibt nämlich nicht hängen. Und wenn der nicht mehr hängen bleibt, bleibe ich es auch nicht mehr. Dafür bleibt die Verpackung hängen. So. Ach, da gibt es sogar noch eine Tasche. Habe ich das letzte Mal gar nicht gesehen. Gut, hier gibt es eine Tasche für das Ganze. Die sieht so aus. Riecht eigentlich ganz gut. Also normal, wie es halt so bei so neuem Zeug ist. Erinnert mich irgendwie wie an den Geruch eines Schuhladens und einem neuen Schuhs. Ich habe auch einen Schuss. Ja. Hier haben wir den Schneider an sich. Und der hat laut Produktding, hat er hier so vergoldete, richtig massive Schneidezähne. Und hier kann man übrigens die Stufen einstellen. Wir können das jetzt leider nicht demonstrieren, da der Akku leer ist. Netzteil hat das Ganze natürlich. Wir stecken den dann auch einmal an. Das nächste wird ein Frisurvideo. Nee. Da bin ich nicht mit dabei. Du nicht. Ich schon. Hast aber leider keinen Kameramann. Felix. Magnus. Sogar mit einer Docking Station und einem Kamm, der gleich. Da muss es halt durchschneiden. Hört sich besser an. Also wir können das entweder direkt laden. Oder über eine Docking Station. Ja. Schick, oder? Schick, ja, doch, kann man auf jeden Fall angucken. Definitiv. So. Das Ding war gar nicht so billig. Ich glaube 130 oder 160. Aber was Besseres gibt es nicht als das. Das ist ja ein Profi-Haarschneider. So, hier gibt es natürlich noch drei verschiedene Aufsätze, die wir darauf machen können. Die wir da einfach so hier einstecken. So. Das ist das Einstellen der Millimeterzahlen. Okay. Das ist ja voll lustig. Hey, das ist ja voll geil. Du kannst sagen, ich will meine Haare in 21,1 Millimeter schneiden. Ja. Das ist wirklich ein Profi-Haarschneider, aber wie geht der jetzt? Achso, da habe ich noch gar nicht drauf geguckt. Voll geil. Mit Motor. Yeah, da kann doch nichts mehr schief gehen, oder? Bis zu 240 geht der Aufsatz. 24. Machen wir mal noch einen anderen Aufsatz drauf. Wenn ich den irgendwie wieder abkriege.
Oh, das ist schon ein Monster. Also der hat schon 24 von Anfang an. Ne? 42 Millimeter. Das sind 4 Zentimeter und 2 Millimeter. Nee. 4,2 Zentimeter. Ja, genau. Ja. 4 Zentimeter und 2 Millimeter. Wahnsinn. Und das ist... Sieht schon gefährlich aus. Ne? Oh ja? Ja. Okay, coole Sache auf jeden Fall. Einen besseren Rasierer gibt's nicht. Also vor allem einen teureren. Teureren? Teuren. Teuren? Egal. Gibt's nicht. Und also ist das perfekte Rasiergerät für die Haare. Aber nur für die Haare. Nur für die Haare. Ich würde sagen, das war's von diesem Video, oder? Ja, ich hätte nichts mehr zu sagen. Können wir so lassen. Können wir so alles gezeigt. Von dem her war es das für dieses Video und ja, gut. Das war's. Nächsten. Genau. Das war's jetzt auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.